Würde ich sagen. Der Knalli da, der hat sich ja letztens auch dafür interessiert. Fließen. Ja. Das ist der Spice. Weiß muss fließen, genau. Dead Spice. Gibt's gar nicht bei Twitch. Ey, cool. Wenn ich Dead Spice eingebe, wird mir Dead Space tatsächlich vorgeschlagen. Ja, was hast du erwartet? Naja, gut, okay. Es ist halt nah dran. Gibt's schon. So, Ah, ja, Negro. Ah. yay. Oder eher. Ja, das Richtige. Was Trauriges erzählen? Pff, kannst du gerne machen. Ich habe wieder Hunger. Ich allerdings auch. Echt? Ja. Abendbrot gegessen. Warum macht das denn nicht satt? What the fuck? Weiß ich nicht, es war zu viel Abendbrot oder zu wenig, ihr weiß das schon. Wohl eher zu wenig. Wobei, du hast ja zwei ordentliche Portionen gegessen. Ich habe noch eine Schüssel von dem Essen von gestern. Update der Version von Origin installiert. Die warm machen. Installieren, so rum ist ja ein, ist ja, er tut es gerade noch. Ach, ich mag Origin nicht. Origin ist kacke. Schüssel mit dem Essen von gestern, soll ich dir die warm machen? Hatten wir gestern. Bauerntopf. Ja, bitte. Gut. Während ich darauf warte, dass Origin sich endlich mal fertig patcht, was Jahre dauern kann. Mit dem Sims-Spiel? Was? Nee. Aber da muss ich auch Origin patchen, das hilft mir ja nichts. Sie wird aufgebaut, echt krass. Ja, das Update mal nicht verkackt. Du hast sonst gewohnt, dass er da irgendwie 3, 4, 5 Mal anfängt, bis er es einmal auf die Reihe gekriegt hat. Wunderbar. Der zuvorkommt. Nicht überspringen. Sauerei! Okay. Verbindung wird hergestellt. Muss ich erstmal das Safe Game runterladen oder was? Ja, sowas traue ich EA zu. So. Könnte vielleicht auch passen mit der Lautstärke. Ich lasse es erstmal so. Oh, das ist das Spiel im letzten Ort, von dem du gespeichert hast. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Waren wir da nicht raus? Waren wir nicht schon, hä? Fortsetzen dann vielleicht machen, weil im Zug bin ich ja schon reingewatschelt. Sorry, fortsetzen. Hä? In der Mittelstation hatte ich ja schon alles fertig gemacht.
von dem Zug. Ich habe doch schon die Mittelstation komplett leer geräumt. Das ist jetzt doof. Aktion. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Was? Zwei davon? Die Mittelstation halt einfach nochmal. Ich hasse diese Dinger. Okay, ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation. Was mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. War eine andere, oder? Weird. Aber gibt's da jetzt hier noch was zu tun, oder? Kommandoturm. Die ist auch als erledigt markiert. Du hast mal hart gehört. Wir haben es hier mit einer Szenario 5 Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Du willst nicht, schickt dir jemand, der das tut, erledigt. Wenn ich finden kann. Gehe ich mal davon aus, dass das dann doch erledigt ist. Auch wenn ich an der komplett falschen Stelle dafür gestartet bin. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Nö. Gut, nee, dann haben wir das wohl erledigt. Dann stimmt das schon so. Dann hat er nur an der merkwürdigen Stelle dafür fortgesetzt. Naja gut, dann gehen wir halt zur 8. Station. Und das Spiel so nö anscheinend.
Also im ersten und im zweiten Teil war das besser mit diesen extra Kontrollpunkten. Und hier ist halt so, vielleicht, vielleicht auch nicht, ne? Mal schauen, vielleicht hast du Glück. Wir haben gespeichert, vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht ist das, oder man übersieht das Symbol halt oben rechts in der Ecke oder so. Konstruktion und Reparaturen. Ja, Fortschritt wird gespeichert. Exactly this. Ja, machen müssen, ich kapiere es nicht. Naja, Wayne. Da gibt's einfach nochmal Zeugs. Okay. Station. Das klingt wieder nach, als wenn das Vieh auftauchen könnte. Dachte ich mir schon fast. Ne, oder ist die Station? Zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Wobei, eigentlich ist das nur ein bisschen vollgekleckert mit, Sperma? Quark? Naja. Vertrauenserweckend. Alright. Raschen möchte. Gefunden. Ach du meine Güte, sowas wird das. Au. Schau ich da raus. Ja.
Ende schon ganz schön nervig. Der ist verdammt schnell von da hinten hier vorne hingekrochen, wenn ich mal ehrlich bin. Einbauen können, dass er ein bisschen die Entfernung mit dem Zeitwegs berücksichtigt. Komme ich auf die andere Seite. Der die ganze Zeit hier rummeckert. Weh tut, Kindchen. Jetzt beliebe ich lange, so lange, bis ich meine Bauteile alle gefunden habe. Da kann man einen Lifter bestellen. Stationen mit auswählen mit dem Ding. Zum Schluss rein. Jetzt mal nachgelassen von den Viechern. Gehen wir ja schon dezent auf die Nüsse. Eine Werkbank. So. Dasehilfe. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Wieder darüber Gedanken machen? Wobei bei so vielen Medipacks klein, die ich hier habe. Irgendwas Tolles zu sein. Teile benötigt. Sache. Okay, was haben wir hier? Kompakter Stahlrahmen, schwerer Stahlrahmen.
Die können wir alle darüber. Dann kann ich das andere Medipack von hier gerade mitnehmen. Und dann auch ablegen. Werden sich hier sich definitiv hier irgendwo rumtreiben. Oldschool. Das sieht gut aus. So, jetzt könnten nochmal wieder Viecher obligatorisch spawnen. Spawnen sie wahrscheinlich, wenn ich das Ding zusammengelegt habe oder wenn ich mit dem Aufzug nach oben gefahren bin. Ich ziehe das jetzt einfach mal nicht, was die dort fabrizieren, die Viecher. Hinterteil rastet einfach komplett aus gerade. So, gut, dann können wir mit unserem Lifter mal zurückfahren. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Station sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Natürlich hat's keinen Sprit. Ich betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Natürlich. So aus.
Hui! Dran, um den Loot zu holen. Oder? Schade. Lass uns mal überraschen. Aktivieren. Okay, ich hoffe, das hilft. Ich glaube nicht. Mit denen du halt diese komische Pumpe ausgerichtet hast und jetzt muss ich echt einen zweiten Schalter drücken, damit das Ding nach unten geht. Das würde niemals im Leben jemand so bauen, außer ein Map-Designer, der den Spielern unten durch die Gegend schicken will. Machen wir es halt eben so. Bin erstaunt, dass das bis jetzt so problemlos funktioniert. Das glaube ich nicht. Für eine Nominierungskategorie: Preis für das beste Spiel, in dem sie schlecht sind. Super tolle Spiele. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Preis für herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story. Ich versuche, den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Boah. Ich kann da gar nichts zu sagen. Habe ich gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Ja, finde ich auch. Wunderbar. Hat die Ellie erstmal die Startsequenz von dem Shuttle irgendwie geschaltet, weil sie keine Plan hat, was für Knöpfe sie drücken muss. Jetzt muss ich hier wegrennen, bevor ich gegrillt werde. Easy. Vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck.
zerstörbare Dinge endlos, wenn es restlos verbrannt wird. Das Shuttle sich nicht selbst zerstört, nur weil Ellie zu blöd war, die richtigen Buttons zu klicken. Oder sagen wir, weil sie die falschen Buttons geklickt hat. Immerhin mit Profis hier. Und dieses random Feuer, was irgendwo random aus dem Boden rausgesprudelt kommt und überhaupt gar nicht dieses Metall hier. Alter! Alter! Aber ja, ich meine, du hast da richtig heiße Antriebe zündeln, die einfach so durch dieses komische Gitter, durch diesen Gitterboden durchballern und der wird einfach nur ein bisschen roh, anstatt dass er irgendwie dann zerschmilzt oder so. Was sie wahrscheinlich gerade ist. Hättest du es mal nicht gesagt. Geschafft. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Haben wir die Shuttle Bay nicht gerade aufgemacht? Wieso ist die jetzt zu? Ich verstehe es nicht. Hätten wir noch angenommen, welche weiteren Probleme kommen auf uns zu, warum wir jetzt da nicht reinkommen? Ich bin jetzt gerade eher genervt und so, als hättest du gar keinen Bock. Doch schon, aber es ist halt alles so berechenbar. Mach was anderes, dann spiel doch Barbie und ihr Traumschloss. Okay, nee. Wie sieht das Shuttle aus? Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen,
Wir treffen uns dort. Wenn Sie es sagen. Das war doch problemloser, als ich erwartet hätte. Gehen wir uns erstmal Deck 2 anschauen. Surprise! Ich kenne das von Dead Space schon. Wenn es so friedlich ist, dann bedeutet das meistens nichts Gutes. Alle bereithalten für Drosselung. Ah. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retro-Schub aktiviert. Wow! Ruhig, Brauner. Waren wir schon. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und Deck 3. Warte mal. Plötzlich hänge ich in der Leichenhalle. So, hier wollte ich auch gar nicht hin. Ich meine, gut, wenn ich schon mal hier bin, ne? Mal schauen, ob man irgendwo Ersatzteile finden kann. Ja. Komm schon mal das Beinchen. Oh, die Leber sieht auch noch gut aus. Komplett falsch. Nicht so ein bisschen, sondern wirklich komplett platt. Geflogen bin, jetzt verstehe ich das. Darüber aufregen kann, dass sie draußen vor die Windschutzscheibe
durch die Welt fliegen zu lassen. Siehst du halt einfach, wie das einfach mit 30 FPS im Hintergrund läuft, während der Vordergrund sogar die Animation auf diesem Monitor da unten viel flüssiger ist als alles andere. Hier, wenn ich die Kamera zum Beispiel drehe, smooth das ist, dann hast du diese 30 oder 24 FPS da im Hintergrund. Was ist das denn für ein Unding? Sauer. Total verschwommen ist. Bin ich beschweren? Sollte sich beim Entwickler beschweren. Achso. Ja, mache ich ja, wenn er das hier sieht. Also niemals. Und selbst wenn, wird das mit Dead Space 3 keiner mehr anpassen. Fressenden Planeten da hinten. Oder Mond. Also ich meine, gut aussehen tut's. Das ist einfach nur ein Bild, das als Hintergrund benutzt wurde. Dass das ein Bild ist, das sieht man, aber ich meine trotzdem so von der Aufmache ist es schon ziemlich cool. Ja. Deine Tankfüllung läuft runter, du sollst dich beeilen. Na, es ist mein Sauerstoff, ich habe noch für 260 Sekunden. Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Hä? Wenn eins umkommt, das nächste. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Ganz. Wir werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Wüsste ich nicht, dass der Typ noch leben würde, würde ich ihn jetzt für eine fliegende Leiche halten. Naja, Wayne. Sauerstofftanks random in der Luft rumfliegen. Heller Sauerstofftank, du.
Der ist mit dem Antrieb irgendwas basteln soll, sich gegen diese ganzen Viecher zu verteidigen, die hier rumfliegen, mit der. Guckst dir einfach an. Achso, weil der Typ sah nicht gerade bewaffnet aus. Bocker, ich glaube, ich habe einen dieser. In der Roanoke. Der Roanoke sollte noch mehr. Warum zeigt er mir nichts an? Hey, der Koi Koi! Koi, wie war denn dein Mittwoch so? Nee. Welcher Wochentag ist heute? Mittwoch, oder? Mittwoch. Ach, okay. Stimmt schon. Mein Gott. Yes, das. Hallo, Koi. Hm? Ja, schon, aber... Um jetzt gerade Sauerstoff ranzukriegen. Ah, da vorne, das sieht gut aus. Okay. Gibt ja auch Black Friday. Gibt's das überhaupt in dem Sektor? Bei mir in der Stadt wurde jetzt auch der Weihnachtsmarkt wieder geschlossen, 2 Tage nachdem er eröffnet wurde und sie da vor 2 Wochen alles aufgebaut haben. Boah. Und das mit den Inzidenzen nicht auf die Reihe kriegen und halt da alle denken, sie können wieder machen, so wie vorher, ist halt problematisch. Bei mir auf der Arbeit kommt fast stündlich neuer Scheiß wegen den ganzen Verordnungsmist. Oh, okay. Ja, je nachdem, wo du wohnst und die Inzidenz hoch ist, kann das schon passieren. Eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Ich würde sagen, Banks gibt's ja genug, Chines. Boop. Sauerstoffflasche, knutsch sie. Besorge sie hart, sie braucht das.
Die dumm die da, 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 die dumm. Da 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 da. Ich weiß, das war gerade ein sehr elegantes Wechseln zwischen Liedern. Du bist bereits an dieser Stelle. Okay, cool. Liebes Navigationssystem, verrat mir doch mein eigentliches Ziel. Ah, ich bin gekonnt dran vorbeigeboostet. Ach, da ist ja das kaputte Shuttle. Jetzt erkenne ich das erst. Da. Sesam, öffne dich. Wunderbar. So. Lost. Guck mal, Lost, du wurdest in diesem Spiel verewigt. Zumindest stehst du an der Wand. Jetzt weiß ich, wer der wahre Übeltäter in Dead Space ist. Du bist das. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert, wir fliegen zum Planeten. Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können, und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest abschalten, und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Aber eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Ja, also die Frage, wie viel davon noch mitbekommst, wenn du von so einem Necromorph gemorpht wurdest. Ja, noch. Aber es ist ungewöhnlich. Eigentlich rühmen sich solche Spiele doch damit, dass sie bei der Hauptquest oder so ein Problem nach dem anderen erzeugen, damit es unendlich lange dauert und man nicht vorwärts kommt, gefühlt. Das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als nähere sich unser Flugfenster. Gut, ich komme an Bord. Hoffen. Wie kaputt. Keine Gegner mehr da. Ja gut, hin und wieder mal so ein paar kleine, aber erstmal eine Cutscene oder sowas. Ich freue mich auch, dich zu sehen.
Und warum der Blick? Kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Naja. Stabil. Kompliziert war es jetzt nicht. Bereit, wenn du es bist. Oh cool, ich darf den Startbutton klicken. Wunderbar. Dir gesagt, Joachim. Okay Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Treibstoffleitungen offen. Computer geht online. Okay, Isaac, Sie dürfen ran. Und jetzt Ihre optimale Route. Shuttle ist. 10 Sekunden bis zum Eintritt. 8, 7. Bleiben Sie auf Kurs, wenn wir im falschen Winkel reinkommen. Okay. Lustig. 3, 2, 1. In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen. Okay, ich schicke Ihnen einen neuen Vektor. Wir fallen auseinander. Wir sind fast durch. Ihr habt ein größeres Problem, und zwar ein Loch in der Wand.
Sag mir das doch einer, ich dachte, ich muss einfach nur warten. Wenn ich ehrlich bin. Ah ja, okay. Es geht doch kaputt. Weil Ellie war es wahrscheinlich überlebt, wahrscheinlich ist nur der andere Sack gestorben. Damit Isaac wieder zum Stich kommen kann. Gemacht. Naja, wer kommt ist damit auf jeden Fall erstmal nicht mehr, würde ich behaupten. Wieso hast du deinen Helm zugemacht, um mich wieder aufzumachen? Ich meine, ihr seid schon abgestürzt, das Raumschiff ist in zwei Hälften gerissen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr nicht unbedingt nebenan liegt, ist sehr hoch. Feuerchen laufen. Und nämlich ein bisschen an die Stelle in Crisis, wo wir von Feuer laufen mussten, damit der Prophet nicht erfriert. Ich erkenne eine gewisse Parallele. Vielleicht lebt sie noch, vielleicht hat sie genauso viel Idiotenglück wie du.
Also mit Ausnahme jetzt der Skripts. Damit das Ganze hier dramatischer wird. Ellie. Ellie, bist du da? Verdammt. Egal. Gut, wäre mir wahrscheinlich auch egal, aber... Wobei, die Alte hat ihn verlassen. Vielleicht wäre ich doch ein bisschen sauer. Ich weiß es nicht. Nur ein sehr anstrengender Zeitgenosse. Ich bin erstaunt, wie perfekte 37 Grad Körpertemperatur du hast. Auf das Komma genau. Rumwatschelst. Erinnert mich jetzt auch ein bisschen dran. Erstaunlich nah dran war das abgestürzte andere Stück. Denn hier? Bio-Nachricht. Wartet. Ich kann mich hier in die Nähe vom Feuer stellen und meine Körpertemperatur steigt. Wieso konntet ihr das nicht? Naja, stimmt, damit die Map-Designer, die Quest-Designer einen Grund haben, dich durch die Gegend zu scheuchen. Oder Ellie zumindest. Aber ja, war ja klar, dass der andere Typ meint, wir wären natürlich tot. Wäre natürlich lieber, da hat er keine Konkurrenz mehr. Wow! That's not good. Na, diese unerzogenen Nekromorphen. Ellie. Coming. Ellie. Simon Weber. Hey, Sarge. Jede Menge MU-90 sind zu Ihnen unterwegs. Was ist los? Ist das der Nachschub? Sergeant George Couchrun? Keine Ahnung. Bohrerteile. Bin über den Kram zur ArcFac 1. Die Jungs beim Graben haben was extrem Interessantes unter dem Eis gefunden. Corporal Simon Weber. Was könnte wichtiger sein als mein Magenknochen? In all den Jahren, in denen die Menschheit das Weltall erkundet, haben wir nie Leben auf anderen Planeten gefunden, richtig? Klar, nichts als Felsen und Gas. Aber da draußen ist Leben, ohne Zweifel, und es ist verdammt hässlich. Ende der Aufzeichnung. Na, das ist aber mal jetzt nicht nett hier. Also, so redet man das, also das ist so redet man mit den Nekro-Dings jetzt aber nicht. Wo auch
immer ihr seid. Denkt immer daran, Jungs, die Kolonien zählen auf euch. Senden an alle Einheiten da draußen, wo auch immer ihr seid. Denkt immer daran, Jungs, die Kolonien zählen auf euch. Lager wiederfindet. Dann zum Aufwärmen war es schon mal ganz gut. Ach so, die sind da rüber. Na, komm schon, der Boden bricht jetzt hier weg oder so ein Vieh taucht wieder auf. Noch mehr Textlogs. Hey. An alle Einheiten da draußen. Ist irgendwas aufgehoben? Denkt immer daran, Jungs, die Kolonien zählen auf euch. Wie praktisch. So. Sägt sie ab. Man fährt sie überlaufen. Oder das. Blöd, wenn dabei 45.000 Euro Sachschaden entsteht. Wow, das ist ja richtig so ein useless hier. Ich meine, ja, es ist für die Koop-Kampagne, um da irgendwie so ein bisschen Pseudo-Kooperation. Ich weiß, dass ich useless bin. Nein, ich tue nur ein bisschen Pseudo-Kooperation dazu. Aber hier, Stase-Hilfe. Vom Spieler verbrauchte Stase-Packs laden auch die des Partners wieder auf. Ja, gut. Nur, dass ich halt gerade komplett Singleplayer das Ganze spiele. Aber der Sachschaden ist wahrscheinlich nur entstanden, weil er beim Blitzer beim Haufenfahren aufgeflogen ist, oder? Nur entstanden, weil er beim Blitzer über den Haufen fahren aufgeflogen ist. Ja, nicht für den Blitzer hat sie über den Haufen gefahren, aber die hat auch die komplette Verkehrsinsel zerstört, also. Oh Mann. Also da wäre ich ja eher im Baumarkt gefahren und hätte mir eine Flex geholt. Jupp. Und die Verkehrsinsel. Und das wäre vielleicht viel präziser. Er hätte ja nur noch einen entsprechenden Anhänger oder so.
Ein abgemähten Blitzer irgendwo im Fluss versenken kannst. Weil ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass es sehr viele Leute gibt, die dankbar dafür waren, dass sie die Blitze umgenutzt hat. Ah, denn so schlimm. Endlich nach 23 Uhr wieder rasen. Das könnten wir bei unserer 30er-Strecke gebrauchen. Da, wo irgendwie alle 2 Meter ein Blitzer steht. Wenn ich mit meinem Großeltern aus nach Hause fahre. Sehen über Zivilpolizisten, die halt so Leute innerorts angehalten haben, haben dabei 2 junge Männer rausgezogen, die einfach mal mit 100 innerorts gebrettert sind über eine rote Ampel. Der Führerschein, der war ein bisschen länger weg. Ja, Fun Fact, derjenige, der das Auto gefahren ist, hatte seinen Führerschein gerade mal 3 Tage. Auch mal wieder gebracht und ist mit dem Auto zu seiner eigenen Fahrprüfung gekommen. Die Prüfung war natürlich sofort beendet und er muss sich jetzt gegen Fahren ohne Führerscheins verantworten. Weil er einfach dumm ist, weil er meinte, ja, ich bin mit dem Auto hergekommen, weil ich geschafft hätte. Wärmen, gibt's hier irgendwas zum Aufwärmen? Ich bin da schon ein bisschen traurig, weil so ein Führerschein ist schweineteuer. Ja, muss er den ganzen Führerschein komplett neu machen oder halt nur, dass die Prüfung versemmelt ist? Er darf jetzt wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr fahren. Er hat eine Anzeige drauf wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ja gut, das ist natürlich auch sehr unklug. Der Prüfer hat halt die Polizei rufen müssen. Hä? Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Oh ja, was ist die Königsdisziplin beim Autofahren? Innenstädte mit Straßenbahnschienen. So schwierig ist das gar nicht. Als wenn du schon in Städten gefahren bist, die Straßenbahnschienen haben. Ja. Stimmt. Reicht es? Krass, man. Krass. No. Okay, I don't fucking know. Don't get me. Jetzt berechtigt. Ich bin kein staatlich geeichter, nein, wie nennt man das? Kein zugelassener Richter. Ein Eichmeister hört. Nein, du meinst doch, don't judge me. Um dich zu richten, müsste ich ein Richter sein. Und dazu müsste ich mir ein entsprechendes Staatsexamen abgelegt haben. Wow. Who wants a muffin? Maybe it's muffin time. Who wants a muffin? Necromorph bist du aus wie so ein Necromorph. Dann greifen die dich auch nicht mehr an, bist du auch safe. Oh, hey, do you want a muffin?
muss. Weiß ich nicht, hab ich ein bisschen mehr Spielraum nach oben. Wie die nächsten Nekromorphen, die plötzlich auftauchen. Okay. Ich hab grad keine. Müsste ich erst welche backen. Aber du hast Keiki! Keiki da ja. Who wants a Keiki? Vorhin gesagt, ich muss immer wieder Sachen zum Backen kaufen. Weil ich hab den Leuten ja auch noch einen Backstream versprochen, weißt du? Was? Der Backstreams. Back. Guck mal, Leute, hier ist ein Back. Aussuchen, was einfach eine absolut grausame Bewertung hat, weil es so buggy ist und dann macht das richtig Spaß bestimmt. Dann doch eher Dead Rising 4? Who wants a coffin? Please, I wanna fly. Please, somebody fly. Jedes Mal die ganzen. Wir haben Liebe gemacht und war denn wieder warm. Ach so. War ein Kerl. Und lass uns Liebe machen. Ein Kerl und zwei Frauen. Denkst du, der kann das handeln? Aber die Frauen können da auch miteinander oder so. Ach so, ja, dann hätte ich gerne Videoaufnahmen davon. Wir schaffen zwei Frauen noch alleine. Ja, gut, deswegen mache ich das. Hätte ich gerne ein Video für. Also brauchen die Männer keine Frau, wenn sie zwei Männer werden. Genau. Ich glaube, Männer sind ein bisschen brüder als Frauen. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine Statistiken vorliegen. Woher willst du wissen, dass die Brüder sind? Brüde. Ja, Brüder. Weil warme Brüder wären sie dann wahrscheinlich schon. Au, jetzt wird's aber hier noch. Mit den Text, ich habe mir den Begriff nicht ausgedacht. Es ist. Das sind normale Leuchen. Das sind gar keine Nekromorph-Leichen. Egal. Das sind normale Leuchen. War ja schon letzte Woche so. Ein Schneeanzug. Jetzt weiß ich, eiskalt genug schon die ganze Zeit wäre. Dann gehe ich halt auch so einen popeligen Schneeanzug suchen, habe ja sonst nichts zu tun. Hey. Zurückgewinnen will. Nur damit sie sich dafür, Dead Space 4 wieder getrennt hat. Passiert mit Sicherheit noch. Ich habe dich immer geliebt. Wir haben mit einem Kerl rumgemacht. Schlampe. Das wäre halt so ein klassischer Moment. I love you with all my heart. Da kommt so das Herz aus dir raus. Das ist so ein kleiner Nekromorph. Hallo! Sind wir kleine Nekromorphen? Ja. Isaac und Ellie haben ganz viele kleine Nekromorphen gezüchtet. Ach, in ihr. Er weiß das schon. Der tritt also gerade im Endeffekt deine eigenen Kinder.
Denkst du, ich hab Bock, Alimente für jedes einzelne davon zu bezahlen? Natürlich mache ich die alle. Die Vögel halt nicht so viel. Ja, Kondome sind halt teuer in der Zukunft. Inflation und so. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Stimmt, so als Mechaniker kriegt Isaac das bestimmt irgendwie gebacken. So, halt erstmal ein bisschen still, dass du das ein bisschen weh. Gleichzeitig so. Nicht fertig mit Essen. Komm ich ja nicht zu. Also ein Schneeanzug. Depot. Da lebt noch einer. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Wo sind denn die anderen? Unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden, aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Unten im Keller könnten noch welche sein. Oh, warte mal, Ben. Der Aufzug ist hinüber. Haben wir nicht nachgesehen. Einfach hier zurückgelassen, damit er sterben kann? Wow, was für Bastarde. Also unten im Keller könnten noch welche sein, aber wir haben nicht geschaut, weil da kamen Kratzgeräusche raus. Hätten bestimmt Nekromorphen sein können oder sowas. Ja. Du würdest auch nicht in den Keller gehen, wenn aus der Wohnung vom Nachbarn auf einmal merkwürdige Geräusche kommen würden. Solche Waffen hätte wie der Isaac, würde ich schon mal gucken gehen. Notfalls ein paar Körperteile ab. Fenster so, guck, guck. Ich wollte sagen, im Zweifelsfall muss ich einfach nur ein paar Körperteile ab. Trennen. Oder du zähmst den Nekromorph. Die hätten mir wenigstens mal hier die Dings anmachen können. Hier die den Generator. Nein. Ja, es gab nicht genug Schneeanzüge für alle, also haben sie mich einfach zurückgelassen. Drei Zahnräder hier rüber geholt, wenn eins gereicht hat. Naja, Wayne. Meine Taschenlampe allein reichte, damit sie durchtreten.
Ich habe den Aufzug deaktiviert, um sie dort unten einzusperren. Möge Gott ihrer Seelen gnädig sein. Ja, natürlich koppeln wir eine Audioaufnahme daran, wenn der Aufzug bewegt wird, nur um einem zu erzählen, was hier unten passiert ist. Das ist absolut... Die Inszenierung ist teilweise echt unglaublich schlecht. Weil ihr sonst im Nekromorphen verwandelt. Ja, ach, wirklich. Aber, I heard they are delicious. Wahrscheinlich, ja. Wobei hier, die sehen doch gut aus. Die sind nur eingemumifiziert. Ja, kann man noch essen. Die sind schön konserviert worden. Außer natürlich, die platzen gleich noch aus ihren tollen Glassäcken raus und überfallen mich hinterrücks. Hier war nur den Kuchen, den du in deiner Hosentasche hast. Das Krümel-Dilemma da? Ja. Wenn sie unbedingt wollen. Auch ein paar in deiner Po-Ritze, deswegen. So mit ein bisschen Pups-Aroma. Geil. Jeff. Ich hab gerade Mittagspause nehmen. Ach du Scheiße, wie viele sind das denn? Das ist so unsensibel. Dem ist sie gefühlt 3 Stunden lang angeleuchtet hab. Aber ja, ich wollte sie eigentlich bei ihrer Mittagspause nicht unbedingt stören. Die hätten ruhig weitermachen können. Ich hätte mich einfach nur hier durchlassen müssen und dann wären wir alle... Ja. Ja. Wäre es, wenn sie mich nicht angegriffen hätten. Ich habe definitiv nicht als Erster angegriffen diesmal. Diesmal nicht. Es sind immer die anderen, gell? Immer die anderen. Ich habe Videobeweise. Fälschter. Ja. Persönliches Log, Sam Ackerman. Nee. Seit 3 Tagen verstecke ich mich. Glauben dir schon. Still im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät. Hilfe. Kann sie austricksen, wenn... Hey, ein Skoy ist noch da. Darf, gehen sie den Geräuschen nach. Ackerman! Bist du da? Oh Gott. Ich rieche dich. Bisschen mad. Nein, Koya Kleber, rette sich, wer kann. Damit kann sie den Nekromorphen mal die Münder zukleben, dann sind sie vielleicht nicht mehr so gefräßig. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ein Glas war Kleber und dran, da drin ist. Genau! Kleber! Du bist so klug! Hey, was du auer baut? Hältst du auf deinen kleinen Koi-Popo? Das ist gut. Kann ein Fisch auf seinem Popo fallen? Baby? Baby oder maybe? Baby. Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 Baby Shark. Verdammt, Inventar voll. Grandma Shark do 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 Grandma Shark do 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 Grandma. Fällt bei meiner Dummheit manchmal eh nicht auf. Dass du auf dein Popo fällst? Als Fisch? Ich wollte gerade sagen, dass du auf deinen Hintern fällst? Als Fisch? Entschuldigung.
Soll ich dir da Hallo, raushelfen, komisches Vieh? Hallo, hier spricht A. Kann ich Schlafplatz für dich? Ein Artefakt. Temperaturen unter Null überleben. Wenn Sie das Gelände verlassen, müssen Sie einen arktischen Überlebensanzug tragen. Egal wie lange Sie sich draußen aufhalten, dies ist ein Befehl. Es werden keine Ausnahmen geduldet. Benutzen Sie keine Anzüge mit sichtbaren Gebrauchsspuren wie abgenutzten Nähten, Rissen oder losen Helmdichtungen. Bringen Sie diese Anzüge direkt zur Materialausgabe. Ein Loch, so klein es auch sein mag, reicht schon, um die Kälte reinzulassen. Was in weniger als einer Minute zum Tod führt. Der Einsatz von... Was? Katheter- und Darmsystemen ist Pflicht. Irr. Sollten Sie sich eine längere Zeit draußen aufhalten müssen, können... Katheter- und Darmsysteme werden nach jeder Benutzung sterilisiert und sind absolut sicher. Halten Sie die Dichtungen Ihres Anzugs jederzeit eisfrei und befreien Sie Ihre Stiefel nicht durch Aufstampfen von Schnee, da die Vibrationen den Katheter- und Darmsystem beschädigen. Das heißt, als Anziehst, schiebst du erstmal vorne und hinten was rein. Geil. Looks like. Hab ich jetzt schon Bock drauf. Glaub Bock. Ich dir. Aber hey, Bock. Mein Kacken keine Gedanken mehr machen, wenn der Anzug nicht kaputt ist. Bock. Und das hier ist verdammt groß und geräumig und und riecht schon nach einem kleinen Hinterhalt. Klein Koi ist ein Dummel. Okay. Karate. Was ist denn ein Saunag? Sauna-to-try. Goldene Hand. Bringt. Party und macht Party ohne Grund. Ich komme auf die Party und mache Party ohne Grund. Wer kommt auf die Party und macht Party ohne Grund? Ich komme auf die Party und mache Party ohne Grund. Ey, Koi macht heute auch Party. Oh no, my stones are ready to rumble. Koi macht immer Party. Yeah, dreht die Mugge auf, holt den Alkohol, nur für den Tisch nicht. Weil ich glaube, Alkohol sind jetzt nicht so die beste Kombination. Party girl all night long. Ach Gott, dasselbe nochmal. Fast alle richtig ausgerichtet, oder nein? Hast du denn einen Adventskalender? Hast du schon? Hast du dir schon was in der Black Week gekauft? Und du möchtest mir keine auf diese Fragen antworten. Ich habe nichts in der Black Week gekauft. Noch nicht. Noch nicht. Der spannende Tag für dich kommt ja auch eigentlich erst morgen. Nö, 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 und oh nee, was ist denn los? Peri, peri? Peri, peri, peri. Och, mein Mann hat einen Bierkalender. 25 Euro gekostet. Er hat rauscht.
zwei Adventskalender. Ein dritter wäre schon ein bisschen hart. Außerdem möchte jemand einen spendieren, dann sage ich nicht nein. Hier Leichenbeseitigung. Muss keine Spuren hinterlassen. Auch immer, wenn ich mein Neugeborenes verschwinden lasse. Und den Müll natürlich auch noch loswerden. Ja, du hast gesagt, den Müll. Das tust du dann selber. Wird zu viel Spaß. Die man eh schon kaufen kann, genau wie Schokiratze oder so einen ollen Schmuckkalender. Also ich habe dieses Jahr einen tollen Kalender, ja. Also ich habe zwei tolle Kalender. Weil ich bei dem einen sagen muss, für das Geld, ich meine, ja, es ist interessant, aber... Also ich habe einmal einen Funko Pop Adventskalender von Nightmare Before Christmas. Da sind so ganz kleine süße Figürchen drin, 24 Stück. Und ich habe von Fire Einkommen, das ist so ein Exit Room Game Adventskalender. Da machst du halt jeden Tag ein Rätselchen und hoffst, dass du dann am 24. schaffst, Rätsel zu lösen. Aber traurig finde ich halt bei dem Kalender einfach nur, du kannst den nur ein einziges Mal spielen und dann ist er im Endeffekt kaputt. Das ist so ein bisschen schade. Also es wäre irgendwie besser gewesen, wenn du am Ende so ein komplettes Spiel gehabt hättest, alles in einem. Aber naja, gut. Don't judge the Hersteller. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte, was mit Lumley passiert ist und was noch. Wieso habe ich von euch Kalender bekommen? Du meinst keinen? weil ich deine Adresse nicht habe? Von Feier muss ich jetzt morgen auch endlich mal losschicken. Das wird langsam echt. Wunderbar, zwei Stück davon. Der von meiner Mutter ist heute auch endlich angekommen. Es ist ein riesen Monster-Adventskalender. Erstmal gucken, wo wir den hinstellen. Der von Imo ist auch schon fertig. So, viel Spaß mit dem Darm- und Kathetersystem, Isaac. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet, jetzt Jungfer zu werden. Ah, da hat Dead Space doch gerne mal gebackt. Aber ist einfach weg. Okay. Nee, ich bin tatsächlich jetzt nicht dran. Also, wenn, dann ist es bei mir nicht passiert. Na, Isaac, wie ist es, zwei Schläuche im Arsch zu haben? Naja, einen im Arsch und einen im Penis. Ja. Neu machen, das ist auch schon mal was wert. Was möchtest du denn für einen Adventskalender haben? Paper. And I like you. I like you. Genauso wärmend aus wie der davor, aber naja, ich bin jetzt kein Anzugsexperte. Ja, du. Oder kennst du hier noch jemanden, der Koi heißt? Den Skiller. Irgendwas geht bei euch auch gut weg. Gut, es sind 30 schon reduziert, würde ich mir auch. Ich habe das nicht gemacht. Hier so. Nö, aber ich möchte auch keinen. Was? Keinen süßen Adventskalender, wo 24 niedliche Tierbilder drin sind und Dickpics. Sehen Sie mich. Dick. Vielleicht hole ich mir einen, wenn der reduziert ist. Ja, gut. Wegwissen da. Oh, Weihnachtskalender. Ja, eher am 27. oder 25. ist noch zu, aber ja. So kann man es dann natürlich auch machen und dann die reduziert kaufen. Alle auf einmal fressen. Fühlt man sich wie so ein Influencer. Oh, wie kann ich das natürlich noch einmal machen? Ah! Das ist doch jetzt nicht den ihr Ernst. Ohne Scheiß, ich bin jetzt im Kreis gelaufen.
War die Anzugstation hier eben auch schon? Nee, die waren zu. Weil ich war hier hinten nämlich. Es wäre nämlich aufgefallen, die Anzugstation. Okay, das heißt, ich bin jetzt einmal hier im Kreis gelaufen, habe ich mir den ganzen Scheiß abgemüht, nur um wieder exakt da rauszukommen, wo ich reingekommen bin, und dann zwei Anzugstationen offen zu haben. Nur weil ich diese komischen Energiemotoren da aktivieren musste. Hey. Ja, das ist einfach so eine schwarze Platte, einfach gerade von oben nach unten durchgewandert. See you later. Off wird. Mann, warum haben die denn nicht mehr in meiner Größe? Ich möchte weinen. Nein, ich bin traurig. Lass mich. Na, guck mal hier, so hier, Dingsbums. Schneesturm des Grauens. Du gehst einen halben Meter nach vorne, puff. Günstiger reduziert ist als für Frauen. Günstiger oder stärker reduziert? Also stärker reduziert. Weil für Männer ist der um ganze 12 Euro reduziert, der Pulli, und für Frauen nur um 6 Euro. Das ist Diskriminierung, sofort verklagen. Also das ist schon böse, oder? Oder sie denken einfach, dass Frauen eh mehr Geld für Klamotten ausgeben und dann einfach sich dachten, dann machen wir es bei denen ein bisschen teurer. Bei Männern ist es egal, da können wir es auch billig machen, damit sie sich überhaupt mal neue Klamotten kaufen, weißt du? Und nicht mit den, Schneejacken von vor 25 Jahren rumlaufen, wo sie gerade auch so als Teenager reingepasst haben und jetzt bauchfrei sind. I think he's hungry. Dad, I'm hungry. Hey, hungry, I'm dead. Why you made me this way? Why? Gott, Karin, jetzt macht alles Sinn. Europe Dash kam an und der Fahrradfahrer ist eben über eine rote Ampel gefahren. Daraufhin hat dann an der nächsten Ampel die Frau aus dem Auto angehalten und meinte so, warum er sich denn nicht an Verkehrsregeln halten würde, und er nur so, ich bin Steuerzahler, für mich gelten keine Verkehrsregeln. Ach, krass, dann muss ich mich ja auch nicht mehr an Verkehrsregeln halten. Ich zahle auch Steuern. Cool. Was ist das? Ja, echt mal. Nice. Einfach nur über Rot. Ich wusste gar nicht, dass Steuern dafür da sind, um illegale Immigranten davon abzuhalten, über Rot zu fahren. Oh, echt. Die Leute, die mir jetzt einfallen, die keine Steuern zahlen, sind Leute, die schwarz arbeiten oder die illegal emigriert sind. Was darfst du im Stream aber nicht sagen? Das war ja auch nicht ernst gemeint. Kann dir trotzdem jemand falsch auslegen? Ja, und das ist doch nicht mein Problem, wenn jemand das in den falschen Hals kriegt. Dann soll er mal, ja, aber Twitch kriegt das dann auch in den falschen Hals und dann haben wir einen Bann. Ja, weil ich mich nur über eine Aussage von jemand anders lustig gemacht habe, genau. Bedenke mal an den DVD-Streamer XY, der sich über ein Frauenvolk auf Twitch ausgelassen hat und dann 30 Tage Bann kassiert hat. Kann man aber doch mal reden. Ja, aber ich habe mich ja über niemanden ausgelassen. Ich hab doch W gedrückt, wie bescheuert. Machen Sie sich bequem, Haas. Also das war jetzt sehr...
So ganz im Ernst, für die hätten sich auch die Quicktime-Events sparen können. Komisches abgezäuntes Gebiet. Erstmal zu Penny. Alle von Rewe. Oder irgendeinem anderen Discounter. Andy, wie bist du auf den Baum gekommen? Ja, wird er da gleich den Kopf verlieren. Ja, Ausrüstung hier überhaupt neben durchgekommen sind. Aber ja, wir kennen das ja. Logik in Spielen. Fang nicht damit an. Anfreunden möchte. Ich hab bei mir reingepostet, komm, hat die Tür aufgebäscht. Die Antwort bekommst du, wenn du hinter dich guckst. Oder erst in den Karton vor der Tür. Geh mal da gucken, weil ich kann mich nicht erinnern, dass die Tür so weit offen war. Ich mache halt nur so die eine Klappe so auf und denke mir so, ah, Katze, mach's wieder runter. Hab nichts gesehen. nachdem ich mich selbst in den Karton gepackt habe und ihn damit verfolgt habe. Heute Mittag. Es gibt Leute, die sind unglaublich ungeduldig, verampelnd und ziehen dann einfach nochmal eben schnell raus, weil es auf der anderen Seite vielleicht gerade grün wird. Mhm, ja. Das ist ja ein ziemlich gefährlicher Eingriff ins Verkehrsgeschehen, so. Und der Fahrer mit der Dashcam hatte jetzt gerade sowas, der Typ zieht halt wirklich kurz bevor er an der Ampel ist raus. Er musste natürlich hart auf die Bremse steigen. Was der Typ anscheinend nicht gesehen hat, ist zwei Autos weiter hinten die Polizei war, die das alles mitbekommen hat. Autsch. Ja, der wurde halt direkt rausgezogen und hat erstmal eine Anzeige bekommen. Ja. Straßenverkehr. Geht sich einfach nicht. Was? Ab von dem Ding möchtest du nicht geküsst werden. Das passiert doch genau nur einmal, danach bist du auch nicht mehr in einem Stück.
sie auch noch da. Gottes Wunder. Oh. Ist schwer. Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich kenne keine Erfolgsgeschichte. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei meiner Schwester war es so. Ich glaube, der Dude wurde auch erst gefriendzoned und hat es dann doch rausgeschafft. Okay. Dann sind die Chance genutzt und sie verprügelt. Nein, Spaß. Ja, hätte ich auch gemacht. Ja, ich will, muss halt fühlen, ne? Okay. Nee, aber du sagtest, verprügelt. Leute müssen zu ihrem Glück gezwungen werden, oder was? Ja. Das macht ihr auch mal mit allen Leuten. Deswegen habe ich so viele Freunde. Du hast mehr Freunde, als ich jemals haben werde in meinem gesamten Leben. Weil man Leute kennt, ist nicht direkt Freunde. Was? Die Nicole hat eine Schwester? Ja. Unkelt? 3 Jahre jünger als ich. Und sieht besser aus. Hab die jüngeren Geschwister immer so an sich, gell? Das heißt, sehe ich dann auch besser aus als meine Schwester? Ich bin ja keine Frau. Achso, wäre ich eine Frau, wäre ich hübscher als meine Schwester oder was? Hey, was ist das für eine Logik? Nein, das hab ich nicht gesagt. So an sich. Und da du Geschwister explizit sagtest, hast du es nicht auf Geschwister im Sinne von weiblichen Geschwistern bezogen, sondern generell. Das heißt, du hast meine Schwester gerade als hässlich bezeichnet und mich als hübsch. Also, danke, aber, hey. Die süße Maus. In die süße Maus, okay. Ja. Und wieso? Ich sehe jetzt. Da müsstest du mich ertragen. Du mich auf eine andere Art und Weise ertragen, mich die ganze Zeit an deiner Schwester klebe. Wie so ein Tentakel so. Ja, dann mach dir das halt. Ich würde dann nicht. Ich gehe nicht der Annahme, dass wir dann im selben Haus wohnen würden. Ich komme immer extra vorbei, um dich damit zu nerven. Achso, genauso wie meine Schwester und ihr Freund. Die kommen ja auch mal vorbei, nur um mich zu ärgern. Waffen. Ja, genau. Die kommen immer vorbei und uns zu zeigen, guck mal, wir haben uns lieb. Auch noch, keine Ahnung. Oh mein Gott, Katzen. Vielleicht kurz allein lassen.
Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht... Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Oh, da geht der Hahnkampf los. Die Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Der Typ ist auch Friendzoned. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, und das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Haben wir so eine Minimap oder was? Pur Dingsbums hier. In echt für so eine Ausgrabungsstätte eine sehr unpraktische Art und Weise, eine Karte des Komplexes anzufertigen. Weil das zu aktualisieren wird halt schwer, wenn sich irgendwas ändert. Dann musst du halt hier was umbauen, anstatt einfach in der Karte was neu einzuzeichnen. Naja, egal. Oh. Suspend. Wie willst du in einer Minute $1,000,000 ausgeben? Selbst der Vorgang Online-Kaufens dauert länger. Selbst wenn du dir jetzt einen Lamborghini da reinmachen würdest, bis du den Bezahlvorgang hast, das dauert ja ewig. Oder sie müssen einfach nur entscheiden dafür sich aufnehmen, würde ich sagen, alles klar, ich kaufe mir dafür Bitcoins. Warte ich, bis die Dinge an Geld gewinnen und dann verkaufe ich die wieder. Schwierig werden. Ey, wie mies ist das denn? Wie dieses Toy Race damals vom Toys R Us oder was, okay? Ja, genau. Es sind halt random Leute, die haben halt Zeit, in einem Elektrofachgeschäft 1,000,000 auf den Kopf zu hauen. 1,000,000. Innerhalb von 60 Sekunden. Das Fiese an der ganzen Geschichte ist, er startet den Timer schon, während er noch die Regeln erklärt, und so fehlen ihm erstmal 10 Sekunden. Wie du 1,000,000 in einem normalen... Selbst wenn du nur 3090er da reintun würdest, würdest du eine Weile brauchen. Oder selbst wenn du dir die teuersten Fernseher kaufst, meinetwegen, keine Ahnung, es gibt sicher Fernseher, die kosten $12,000 oder so einen Scheiß. Oh, selbst ja. Davon müsstest du ein ganz Dutzend mitnehmen. Die Dinger das gibt es. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Million? No way. Mhm.
ein bisschen unschlüssig. Er hat gesagt, er bezahlt halt alles, was sie schaffen, in einer Minute da reinzupacken. Und der Junge, der dabei war, das waren halt so zwei Erwachsene und ein Kind, der war gar nicht mal so dumm. Hey, warte auf. Er ist einfach zum Regal gerannt und hat alle Giftcards mit in den Wagen gepackt, die es da gab. Also alle Geschenkgutscheine. Das ist gar nicht mal so dumm. Was sagen, dann hast du die Geschenkgutscheine, dann kannst du sie hinterher in aller Ruhe investieren. Genau, und die haben sich irgendwie drei Fernseher draufgepackt und all so ein Scheiß. Ich bin mal gespannt, was die Endsumme sein wird, aber das ist gar nicht dumm, muss ich ehrlich sagen. Also, Isaac, Isaac, wir sind hier draußen. Wir frieren. Das sind $13,000 nur in Geschenkgutscheinen. Easy. Ich glaube, die quatschen gleich wieder. Bewegung, los! Komm, komm schon, lauf! Early, geh schon! Wir treffen uns am Lager! $18,000 insgesamt ausgegeben. Im Endeffekt nur $5,000 an Elektrokram. Das ist bei Fernsehen echt wenig. Frau geschafft, in einem Juweliergeschäft $60,000 an Schmuck sich zu ergattern. Da habe ich die glücklichste Frau, die es gerade gibt auf der Erde. Wenn Schmuck dich glücklich macht. Es glitzert, das ist sinnlos, ich muss es haben. Ja, du musst mal so bedenken, er bezahlt es und du kannst es eigentlich weiterverkaufen. Ja. Ich sage mir wieder mal ein Vergnügen. Gute Nacht euch, lieben Menschen. Gute Nacht, Lost. Vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Wir sind auch gleich weg. Bis zum Lager? Oh Gott, da kommen sie. Ellie. Gerne, wie die das hingekriegt haben, nachdem wir uns so übelst abgemüht haben, überhaupt ja lebend anzukommen. Der ganz am Anfang den Isaac erschießen wollte. Ja. Den so eine Leute sind jetzt hier gerade aufgekreuzt und da stellt sich gerade berechtigterweise wirklich die Frage, wie sie die hier gefunden haben. Das frage ich mich nämlich auch gerade, weil es gibt keinen Grund, wie sie das hätten tun können. Weil die sind ja direkt mit dem Raumschiff geflüchtet, dann irgendwie in den Hyperraum irgendwo hingesprungen und dann sind sie direkt von Minen zerballert worden. GPS. Dann sind sie ja mit Ach und Krach mit dieser kaputten Kapsel hier runter auf den Planeten abgestürzt und... Aber naja, gut, so hast du jetzt wieder einen Weg zurück, indem du einfach Dennings Schiff dann später benutzt wahrscheinlich. Baby. So. Ich hätte auch gerne mal jemanden, der uns sagt hier... Du kannst eine Million in einer, also du kannst in einer Minute so viel einkaufen, wie du Bock hast. Bezahl dir das. Dann am besten auch in einem Elektromarkt. Dann einfach nur noch Giftcards draften. Für jeden Store. Scheiß drauf, ob du die brauchst oder nicht. Ein bisschen neidisch. Früher als Kind hätte ich auch immer gerne Toy Race gemacht. Ja, ich fand das als Kind total geil irgendwie. Ich habe mir schon immer überlegt, wie ich am ehesten da durchrennen würde, um möglichst viel rauszukriegen. Und dachte mir, gut, wahrscheinlich renne ich erstmal durch, später hinten zu den großen und teuren Dingern, anstatt vorher die kleinen Sachen allein zu packen und da Zeit zu verlieren. Ja.
Guten Tag. Ellie, geht es allen gut? Ja, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da, das Lager. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Wir sind diesen ganzen Ärger nicht wert, Clark. Sachen wie die. What the fuck? Kostet mich. Toy Race machen, Koi? Wow! gehen wir jetzt auch in einen Elektrofahrrad oder in einen Gaming-Shop und dann kann ich mir alles kaufen, was ich möchte, wenn ich schaffe, in einer Minute den Wagen zu hauen. aus den Schrecken reißen. Weiß ich mir einfach Koi in den Wagen und hau ab, so wui! Ach so, das ist eigentlich gar nicht so dumm, ne? Dann musst du einfach deine Sugar Mami einfach direkt mitnehmen und dann gehört dir deine Sugar Mami und dann kannst du dir später, wenn du genug Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen, dann mal alles wieder schenken. Wir kaufen dir dann so ein riesiges Aquarium, da kommt sie dann rein. Du passt doch schon. Kostensweise muss halt Aquarium? Erstmal. Das Dingsbums für sich und ihre Leute. So, mit so einem geilen Riesenrochen, oder? Einfach mal in einem, dann alles, was du selbst nicht brauchst, einfach mal an Leute donaten, die es gebrauchen können. Im Lager. Dann würde ich mir aber erstmal das richtige Lager aussuchen. Ja, ja. Weil dann gehen machen wir nicht hin. Zwei Lager. Einmal da, wo das ganze Küchenscheiß ist und einmal da, wo das ganze Gaming-Scheiß ist. Ja, das ist das Problem, das weiß ich nicht so hundertprozentig genau. Das ist ja ein bisschen verteilt alles. Ich meine, ja klar, beim Küchenscheiß ist es relativ einfach. Da gibt es fast nur ein Lager, an dem die ganzen Sachen rumgeistern. Wir nehmen einfach das große Lager, da finden wir bestimmt alles. Du meinst das neue? Ja. Vermutlich, ja. Dritter Monitor. Das wär's doch. Dann kann ich da immer den Stream gucken. Und andere Dinge und meine Stonks im Auge behalten. Dann gerade nach unten geht. Wow. Verbindung echt nervig, weil ihr seht ihr jetzt ja auch. Einen Overlay, das irgendwie als Overlay hinzukriegen, weil letztes Mal hat es irgendwie eine Desktop-Benachrichtigung gemacht, anstatt ein Overlay. Orange. Und Steam so, hold my beer. Ich konnte Achievement schon, da warst du noch nicht mehr geboren. Was ist das denn hier? Ein Artefakt? Wo wir auch graben, finden wir ihre gefrorenen Kadaver, eingeschlossen von Eis. Dr. Serrano sagte zwar, sie seien seit 2 Millionen Jahren tot, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ein Teil von ihnen noch lebt. Ihre Augen, wenn sie überhaupt welche hatten, sind längst verrottet, doch kommt mir ihr Blick bohrend vor. Anklagend, wütend, verzerrt. Und um sie herum sind immer diese Marker, uralte Monolithen einer uralten Rasse. An manchen Abenden, wenn alle anderen die Grabungsstätte schon verlassen haben, höre ich ihre eisigen Stimmen wie ein Flüstern im Wind. Schalte sie ab! Schalte sie ab! Oh yeah. Abschalten. Jetzt.
nicht nach Steinen aus. Das ist auch so ein komisches Krabbenvieh, mit dem wir schon das Vergnügen eben hatten. Nur halb eingefroren. Scheint ein bisschen größer zu sein, wenn ich mir das so alles angucke. Entschuldigen Sie, ich habe hier beide. Das ist natürlich jetzt schwierig. Jetzt hat eine Kandidatin, die überlegt zu viel, was sie. Die hat sogar 5 Minuten. Und sie überlegt zu viel, statt einfach durch die Gänge zu gehen und sich irgendwas einzupacken, ob sie es am Ende braucht oder nicht, ist ja Nebensache. Die hat bestimmt Freunde, Familie. Kleinanzeigen oder Großanzeigen. Oder das. Oder man macht anderen einfach eine kleine Freude, im Nachbarn zum Beispiel. Ja. Ja. Warum nicht, um Gottes Willen? Aber damit das passiert, muss Isaac Clarke sterben. Die Zukunft eurer Monitore in den Wagen. Altman, sei gepriesen. Das Problem, ich würde versuchen, die rauszusuchen, wo kein Windows vorinstalliert ist. was ist das denn? Ein schwerer Rahmen. Achtung, gleich kommt er raus! Das wird ihn rausholen! Der eine Sohn hat ihr geholfen und einer von dem Dude, der das macht. Und der eine Dude ist einfach hingegangen und hat einen kompletten Einkaufswagen nur mit Süßigkeiten vollgemacht. Ich will auch! Wir müssen mal nach England. Oder wo auch immer. Keine Ahnung wo. Wenn man den Kopf wegballert. Das ist ein Skelett? Dann stellt sich aber berechtigterweise die Frage, was das für ein Vieh war. Und hoffentlich kommt das Ding nicht wieder zu sich. Sondern bleibt so schön verfroren, eingerostet, verknocht. Verknöchert, das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe.
Gay. Entweder habe ich den letzten Savepunkt verpasst oder ich hatte schon seit Ewigkeiten gefühlt keinen mehr. Sense. Ja, hier wieder unsere super Pro-Hacking-Skills unter Beweis stellen. Dass wir in der Lage sind, zwei Kreise über Schienen zu schieben. Ich will meine Arbeit machen, Junge. Plattform. Dann benutze ich das hier doch gerade mal als Cut, gell? Um in den Foggy-Bildschirm zu wechseln. Hä? Ich dachte, Scheiße. Speicherpunkt, den kann ich schon mal als Dings benutzen, als ne? Ich habe vergessen, dass ich mein Spiel hier noch auf hatte. Ach, who cares? We're taking the Hobbits to Isengard. Wir sind sowieso mal langsam Feierabend machen, Junge. Hast du mir gerade nicht zugehört? Nein. Ja, merke ich. Ich hab doch gesagt, ich hab nicht zugehört, Junge. Weil das gerade exakt das ist, was ich gesagt habe. Oh, Speicherpunkt, dann benutze ich das hier doch mal als Cut. Ich bin da doch ehrlich zu dir, du bist trotzdem... anpissen oder was? Oh ja, bitte. Aber ich gehe vorher in die Badewanne, damit wir das nicht wieder aus den Klamotten rauskriegen, wieder aus dem Fettbich rauskriegen müssen. Bäh. Ich kann auch dich anpinkeln, wenn's dir gefällt. Da zeige ich dir so richtig Disrespect. Ja, Disrespect. Wait, what? Ja, das escalated definitiv quickly. Kein sexueller Content hier. Wieso? Steht doch 18. Saft. Auch da, wir sind Lebensmittelverschwender. Wieso schrinkt die danach noch wieder? Ich hab sie in die Badewanne, dann geht er auch nicht weg. Aber ob ich den noch trinken möchte danach? Wieso ist die Badewanne dreckig? Es ist alles immer dreckig. Selbst wenn du es mit Chemikalien reinigst, ist es dreckig, weil dann Chemikalien in der Wanne sind. Du kommst nie etwas zu 100% clean. Selbst mit Desinfektionsmitteln nicht. Das Bullshit. Ich weiß zwar jetzt absolut nicht, wie du jetzt darauf gerade kommst, weil das habe ich nicht gesagt, das ist mir auch bewusst, aber okay, ja, erzähl weiter. Ja, deine Wurst, die schneide ich gleich mit dem Messer ab. Mhm. Kannst du das? Mhm. Schon mir, so groß? Und mir bleibt nichts am Arsch hängen, so wie der Katze. Ey, das ist die Katze in Ruhe. Essen. Nein, danke. Hast du da noch ein paar Klößchen mit drin?
Hätte doch nicht auch so Dreckkartoffeln drin. Meine Güte, stehe ich nicht so an. Was? Ah, okay. Gewürzrechtseinigkeit. Dann hätte ich es nicht gegessen. Also wenn ich mal irgendetwas zubereite und es nicht esse, dann weißt du, da ist irgendwas schiefgelaufen. Naja. Oder ich ist total vor- erwartungsvoll anstarre, so. Ich könnte jetzt. Das ist schon vorgekommen und deine Aussage war, du hast keinen Hunger. Ja, das ist was anderes. Wie darf ich das interpretieren, Madame? Ja, ich hab dir auf die Baguettes gekackt. Ah, okay. War aber echt lecker, also deine Exkremente haben echt ein super Aroma. Krass, gell? Mhm. Könnte ich zu einem Gewürz machen. Ich bin dafür. Wir machen das professionell und wir verkaufen das dann. Dann wird, okay. Dann wird das so eine Sache wie mit dem Slurp aus Futurama. Solange keiner weiß, wo es herkommt, es einfach nur gut schmeckt, dann wollen sie es alle haben. Okay. Und wenn sie es wissen, wo es herkommt, ist es denen auch egal, weil es so gut schmeckt. So, es gibt Leute, die trinken Kaffee, dessen Kaffeeboot von Katzen ausgekackt wurde. Also wo ist das Problem? Ja. Ja. Okay, Kinders, wir gehen jetzt ins Bett. Können wir doch irgendjemand überfallen oder lohnt es nicht? Ja, das lohnt sich nicht. Okay. Gut, dann. Das Wochenende, Kinders, haltet durch. Bald ist Dezember, dann kommt die Zeit der, weiß ich nicht, Fernsänger oder so. Da kommt wieder die Zeit der schlechten Lieder im Radio. Alle Jahre wieder um das Emo-Kind. Alle Jahre wieder bekommt Emo ein Kind, damit ihr Bescheid wisst. Passiert öfter mal. Nein. Er verleugnet das immer, weil in Wirklichkeit. Alle mag er seine Jahre Kinder. Wieder kommt der Emo auf dein Gesicht. Wow. Alle Jahre mal? Traurig. Ja, gut. Liebe, das für heute. Das lassen wir jetzt besser so stehen und gehen. Gute Nacht. Gut. Haut rein. Genau, vielen Dank an alle, die da waren, die dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Schlaf gut, träum was Schönes. Koi, benimm dich. Nicht auf deinen Fischpopo fallen, das tut weh. Und an Lost und alle anderen, wie du das noch so hast, auch gute Nacht. Bis dann. See you later, Alligator.